Herr Weiland, hinten links. Frau Bundeskanzlerin, Herr Ministerpräsident, in den letzten 10, 14 Tagen waren ja immer andere Summen im Spiel. Von 40 Euro war die Rede bei Hartz IV, dann von 10, 13. Warum hat man denn so viel Zeit gebraucht, um am Ende auf 5 Euro zu kommen? Das hätte man doch relativ schnell haben können. Ja, das ist ja immer die Gefahr, dass alle schon oder viele schon reden, bevor die zuständige Ministerin überhaupt ihre Daten zusammen hat. Es waren ganz erheblich schwierige Datenerhebungen durchzuführen. Ich sage nur ein Beispiel, zum Beispiel für die Energieberechnung mussten Sonderauswertungen vorgenommen werden. Musste man erst mal ermitteln, dass es sich um Haushalte handelt, die nicht mit Elektrizität heizen, um dann die Heizkosten von den Elektrizitätskosten trennen zu können und ähnliche Dinge. Und die Ministerin hat uns gesagt, dass sie bis in die letzten Tage der letzten Woche, gerade auch für die Kinder und für die Erwachsenen, immer wieder letzte Resultate bekommen hat. Es gab dann viele Extrapolationen, für die die Ministerin mit Sicherheit nicht zuständig ist. Es gab dann ja, in den letzten Tagen irgendwelche Berichte über Treffen der Ministerpräsidenten, in denen ich auch teilgenommen habe. Ich habe mich Freitag nur gewundert, was da angeblich gesprochen wurde. Also es fällt auch in die Kategorie, dass man manchmal bei Sachen dabei ist, wo hinterher was anderes ist. Ich kann ja immer nur wieder bitten, dass Sie auf die hören, die irgendwie am Entscheidungspunkt sitzen, damit dann nicht sich Dinge verselbstständigen. Also ich habe nie irgendwie in Aussicht gestellt, wie der Satz sein wird und die Ministerin Ursula von der Leyen auch nicht. Und das konnten wir konnten es auch faktisch nicht, selbst wenn wir es gewollt hätten. Wissen Sie, man wünscht sich in dem Fall schon eine anspruchsvollere Opposition. Uns vorzuhalten, das sei ein politisch festgelegter Betrag, aber gleichzeitig einfach solche Zahlen auf dem linken Spektrum in die Welt zu setzen, für die es objektiv von der Bedarfsdefinition in keiner Statistik, in keiner wissenschaftlichen Studie auch nur den geringsten Anlass gibt. Und genau das selbst zu machen, was man uns unterstellt. Wir haben alle Wert darauf gelegt, dass wir ganz beinhart nach objektiven Kriterien vorgehen und nicht einen politischen Wunschzettel zusammenstellen. Und ich glaube, da hat die Ministerin eine vorzügliche Arbeit abgeliefert. Die ist nicht zu erschüttern. Und deshalb haben wir da sehr bewusst nach diesen objektiven Kriterien entschieden und nicht nach politischen Wünschen. Genau dies macht aber die Opposition. Ich kann mir gar nicht erklären, nach allen Materialien, die ich kenne, wie man auf 40 Euro und mehr kommen kann zur Erhöhung der Regelsätze. Dann hätte ja die SPD vor 7 Jahren ein hemmungslos schlechtes, unsoziales Gesetz beschlossen. Weil durch Preissteigerungen können Sie die 40 Euro oder 50 Euro nicht begründen. Dann war alles falsch zusammengestellt, die Struktur. Das ist ganz einfach. Zusatz? Trotzdem gab es ja letzte Woche Meldungen sowohl von Ihrem Generalsekretär, Ministerpräsident Herrn Dobrindt, wie auch über die Bild-Zeitung von einem Telefonat von Herrn Westerwelle, in denen beide in ähnlicher Form davor gewarnt haben, bis an diese Grenze von 40 Euro heranzugehen und darauf verwiesen haben, dass das deutlich über, den Rentenerhöhungen liegt. Der Generalsekretär hat das Gleiche gesagt wie ich in der Bild am Sonntag. Nämlich zunächst einmal muss dargelegt werden, was ist verfassungsrechtlich geboten für das Existenzminimum der Menschen. Und nicht eine Diskussion geführt werden, unabhängig von der objektiven Notwendigkeit, einfach einen Betrag in den Raum zu stellen. Das ist die Meinung der Generalsekretärin gewesen und meine. Ich war am Donnerstagabend auch bei den Ministerpräsidenten dabei und darf am nächsten Tag lesen, wir hätten politisch darüber gesprochen, es darf nicht über 20 Euro sein. Mir ist von einer solchen Bemerkung weder in der offiziellen Sitzung noch am Rande oder zwischendurch und Zwischenruf nichts bekannt, aber auch überhaupt nichts. Trotzdem stehen dann 20 Euro im Raum. Wir können das nicht politisch entscheiden. Das muss nach objektiven Kriterien erfolgen, weil gerichtlich überprüfbar. So, dann kann ich nicht einfach eine Zahl in den Raum stellen, die mir gerade so gefallen würde. Übrigens muss das auch deshalb objektiv gemacht werden, weil wir müssen es ja gegenüber den 20 Millionen Rentnern, die Beiträge zahlen für ihre Rente und die oft in der Kombination, gerade bei Frauen, mit ihrer Rente und der Unterkunft nicht wesentlich wegliegen von Hartz IV-Größenordnungen, Regelsatz plus Unterkunft, müssen sie ja auch begründen,
Und das können Sie nicht politisch begründen, sondern nur objektiv, sauber nach dem Lebensbedarf für ein menschenwürdiges Leben.